Dass ein Mensch mit Worten vieles darstellen kann, haben wir jetzt gesehen. Aber man kann mit Worten auch verletzen. Wir haben uns mit dem Thema Mobbing beschäftigt. Nicole und Sabine sitzen auf dem Trampolin und gehen ihrer Lieblingsbeschäftigung nach. Wer hatte was Cooles an? Sag mal, hast du heute Mimis Rock gesehen? Der war echt obercool. Der war bestimmt von Gucci. Den muss ich haben. Oh nee, guck mal, wer da hinten kommt. Oh Gott, haben die einen Altkleidercontainer geplündert? Oh. Mobbing ist, wenn eine Gruppe sich gegen jemanden zum Beispiel solidarisiert. Und das kann dann so sein, dass diese Gruppe denjenigen dann beschimpft oder aber auch im Internet ist das auch möglich. Internetmobbing, das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten zu mobben. Hallo ihr beiden, dürfen wir auch mal springen? Wie seht ihr denn aus? Ihr habt ja total fettige Haare. Ist eure Dusse schroff. Geht ja gar nicht, wie ihr rumlauft. Die ganze Klasse spricht schon über euer Aussehen. Was habt ihr denn? Wir haben euch doch gar nichts getan. Hat ihr schon mal in den Spiegel geschaut? Man kann sich mit euch ja gar nicht blicken lassen. Ist ja total peinlich, wie aus der Altkleidersammlung. Und wer mobbt? Das ist auch verschieden. Da kann man jetzt nicht sagen, Mädchen oder Jungen mobben mehr oder weniger. Das kann man jetzt so pauschal gar nicht sagen. Wollen wir uns das wirklich gefallen lassen? Nein, nur... Aber Kathi, dir geht es doch so auch nicht gut. Stimmt, da hast du recht. In welchem Alter kommt Mobbing am meisten vor? Das ist auch unterschiedlich. Man kann jetzt nicht sagen, in der Altersgruppe zum Beispiel der Jugendlichen kommt Mobbing besonders vor. Das betrifft genauso auch Grundschulkinder oder aber auch Erwachsene. Gut, und warum wird gemobbt? Die Gründe dafür können zum Beispiel sein, dass jemand sehr unzufrieden ist oder man hat einen Konflikt und kann da nicht wirklich mit dem Betreffenden darüber reden. Hey, was sollte das denn eben? Wieso, was habt ihr denn? Habt ihr nicht gehört? Keiner Eintritt für Loser. Was wir haben, wisst ihr eigentlich, wie gemein das eben war? Wir wären gleich blöd angemacht und ausgelacht. Wir haben uns doch sonst auch immer gut verstanden. Unsere Pullover oder unsere Hosen können doch wirklich nicht daran schuld sein, dass wir uns nicht mehr verstehen. Wenn man dann gemobbt wird, wie kann man sich dagegen wehren? Da gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten. Man sollte eine Person suchen, der man richtig vertrauen kann. Und das können zum Beispiel Freunde sein, das können die Eltern sein, das können aber auch die Lehrer sein. Wo kann man hingehen, wenn man sich nicht traut, Eltern oder Freunden davon zu erzählen? Mir fällt jetzt ganz spontan dazu ein, die Nummer gegen Kummer, an die kann man sich wenden. Da gibt es dann einen Service auch im Internet, der, soweit ich weiß, dann auch 24 Stunden zur Verfügung steht. Und an die kann man sich auf jeden Fall wenden. So direkt hat uns das noch keiner gesagt. Wir wollten auch nicht doll verletzen, halt nur ein bisschen necken. Du hast recht, Sophia. Dein blöder Pullover kann uns wirklich nicht davon abhalten. Ach, kommt hoch, lass uns zusammenspringen.